Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns für Band 1, Buch 12, Kapitel 1, wieder hier auf Thénodir. Wir stehen neben Kahlenglad und hier hat uns Elrond hingeschickt. Mal sehen, was der hier von uns möchte. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Melimak. Gut, dass ihr wieder zurück seid, wenn auch unter diesen Umständen. Die Neuigkeiten haben uns schon von euch vor euch erreicht. Ein Elbenbote vom Hause Elronds hat uns gemeldet, dass ihr kommen würdet, um mehr über das Schicksal Laerdans in Erfahrung zu bringen. Wie kann ich zu Diensten sein? Der Feind war in eurer Abwesenheit nicht untätig. Eine große Streitmacht wurde von Angmar abgezogen, jedenfalls führt ihre Spur in diese Richtung, denn wir sind nicht ihr nicht lange gefolgt, weil wir einen Trick oder eine Falle hinter diesem Manöver vermuteten. Über Laerdans Schicksal habe ich nichts erfahren. Meine Kundschafter haben gemeldet, dass eine Anzahl von Amathils Dienern in Anuminas herumschleicht. Vielleicht hat einer von ihnen ja einen Hinweis auf das, wonach ihr sucht. Geht und besiegt die Angmarin, die immer noch in der Stadt Anuminas heimsuchen. Einer von ihnen muss etwas über Laerdan wissen. Durchsucht besiegte Angmarim in Anuminas. Besiegte, heißen die denn dann auch so? Wir werden sehen. Ich nehme natürlich die Schnellreise nach Anuminas, weil es eben, ja, schneller geht, logischerweise. Und zwar von hier aus. Was benötigt ihr? Und dann, ja, es ist gleich das erste hier. Schnellreise, her damit. So, dann sprinten wir da mal hin und ja, mal gucken, ob die dann wirklich besiegte Angmarim heißen oder ob das nur, ob er sie nur deswegen so genannt hat, weil wir sie da ja eigentlich schon vertrieben haben, also besiegt haben. Ich werde einfach mal hier schon absteigen. Wir müssen ja nicht da rein, wir müssen ja hier draußen die Leute besiegen. Ach so, hier direkt am Eingang. Na gut, dann reiten wir da mal hin. Rums. Und der Boden bebt. Meine Güte. Ja, vielleicht gibt es da tatsächlich welche, die so heißen. Besiegte Angmarim. Oder sie sind tot. Das ist natürlich auch möglich. Ach, noch 500 Meter. Was ist denn das? Den schnapp ich mir mal. Der ist bestimmt eine Tat. Es gibt ja so ein paar mit Namen, die man besiegen soll. Einen haben wir auf jeden Fall schon. Und da der hier ja auch einen Namen hat. Anrei. Besiegen wir den auch einfach mal. So. Okay. Kann schon weitergehen. Habe ich nicht gesagt, ich will auf mein Pferd. Wahnsinn. Das Spiel hängt schon wieder. Es ist unfassbar. Unglaublich. Ja, wir müssen erstmal warten, bis der sich hier wieder eingekriegt hat. So, es scheint wieder zu laufen. Wie weit haben wir es noch? 190 Meter. Ja, die scheinen direkt hier vorne irgendwo beim Eingangstor zu sein. Hier vielleicht? So einer wie der? Heißen die hier irgendwie besiegt? Nee, ne? Heißen sie nicht. Na egal, wir töten die hier einfach mal. Irgendeiner wird schon diesen Zettel dabei haben oder was auch immer wir suchen. Und da haben wir es auch schon.
So, und jetzt wieder zurück nach Kahlenglatt. Jetzt reite ich aber hier lang. Es gibt dann da hinten auf dieser Insel ja auch nochmal einen Stallmeister oder einen Bootsmeister, besser gesagt. Und dann können wir wieder mit dem Bötchen zurück nach Tinodir. Kahlenglatt erwartet uns schon sehnsüchtig zurück. Da bin ich. Seid gegrüßt. Was habt ihr da? Befehle des Feindes? Das könnte uns helfen. Was kann ich für euch tun? Es scheint, als könnte Laerdan noch am Leben sein. Es ist gut, dass Laerdans Leben nicht durch die verräterischen Angmarimmen vergeudet wurde. Doch was haben sie von ihm erfahren? Ich fürchte, es war eine Torheit, den Feind unbehelligt aus den Landen abziehen zu lassen. Doch ist dies nun einmal geschehen. Und jetzt müsst ihr schleunigst mit zuverlässigen Gefährten nach Barad-Tiron eilen. Da waren wir ja schon, da haben wir schon die letzte Schlacht geschlagen, hier in Anuminas. Denn dort ist unsere letzte Chance, Laerdan zu finden. Hat er seinen Nutzen für den Feind eingebüßt, so ist sein Leben verwirkt. Es sei denn, ihr erwartet noch eine weitere Teufelei. Eilt jetzt nach Barad-Tiron. Meine Kundschafter melden, dass die meisten Angmarim von dort abgezogen wurden und nur ein kleines Kontingent zurückgeblieben ist, um alles zu verwüsten. Die Narren glauben, wir würden nie mehr zurückkehren. Sprecht mit Forchon, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Mit Forchon? Warum denn nicht mit dir? Die Aufgabe ist für eine Gefährtengruppe. Falls ihr sie dennoch alleine beschreiten wollt, erhaltet ihr einen Inspirationsbonus. Forchon. Hier drüben ist auf jeden Fall ein Ring. Da. Ich grüße euch. Seid ihr bereit, Barad-Tiron zu betreten? Kahlenglatt hat mich gebeten, euch ungesehen hineinzubringen. Aha. Bei einem der toten Angmarim fand sich ein Hinweis, dass der Elb Laerdan noch in Barad-Tiron in Anuminas sein könnte, wo ihn Amarthils Gefolgsleute gefangen nahmen. Man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. So, jetzt haben wir schön gegessen, schön getrunken, was gelesen. Was benötigt ihr? Wir sind sicher angekommen, doch ich fürchte, dass uns der Feind dicht auf den Fersen ist. Findet Laerdan. Werdet das Tor halten und eilt und sucht Laerdan. Ah. Vermutlich müssen wir den auch wirklich suchen. Wie sieht es denn hier mit den Feinden aus? Was haben die denn hier so für ein Level? 50. Naja, komm. Oh, die sehen mich aber schon von sehr weit weg. So, kein Problem. Na, man sieht nicht, ob man sie markiert hat, weil die Markierung unter diesem Schubwerk liegt. Ika. Was? Ika? Gut, wir gehen weiter. Ihr seht auf der Minimap, ne, das ist dieser Pfad, den habe ich beim letzten Mal sozusagen schon freigelegt, schon erkundet. Da haben wir ja den Palantir geklaut. Aber es stimmt schon, wirklich viel ist hier nicht los. So, und da oben drin, ja, hier durch den zweiten Torbogen, da haben wir sozusagen Laerdan beim letzten Mal verlassen. Hobbit Power! Sehr schön. Scheint mir alles überhaupt gar nichts auszumachen. Taffer kleiner Hobbit. Sehr schön. Okay. Komm, Oliver. Weiter geht's. Ein. Und wo ist Zwein? Ah, endlich ist frisches Schlachtvieh eingetroffen. Na, na, na. Ich hoffe, meine wenigen verbliebenen Gefolgsleute waren euch kein Irgendwas. Mir wurde aufgetragen, euch eine besondere Botschaft zu überbringen. Ein Zeichen meiner Herren.
Doch es ist so einem hier, seid ihr... Na gut, egal. Scheiß drauf. Könnt ihr euch ja selber durchlesen. Ihr könnt ja auf Stopp drücken. Ich kann das ja nicht. Das ist ja nun mal ein Online-Spiel. Da kann man nun mal nicht auf Stopp drücken. Was zum Henker? Aha. Die klaut mir einfach mal mein Leben. Die Sau. Jetzt hör endlich auf damit. Habt ihr das gesehen? Ich habe fast kein Leben mehr. Das darf der auf gar keinen Fall nochmal machen. Oh, nee. Ich immer dieses... Schon wieder betäubt. Lass mich doch auch mal mitspielen. Das ist doch nicht fair. Ich muss doch die Chance kriegen, auch mal hier was zu machen. Wieder. Ich bin ständig unter Angst und entwaffnet und was weiß ich was hier alles. Ich komme nicht dazu. Au, was jetzt? Was auch immer das ist, raus hier. Klingeling. Wir könnten ihn einfach mal ein bisschen betäuben. Weg. Keine Zeit für Lakaien. Ein wurde besiegt. Forchon, du kommst zu spät. Angmarim, wo bist du denn zum Henker geblieben? Du hättest ja bestimmt mit dem anderen kommen sollen. Was ist hier geschehen? Wo ist Laerdan? Ja, woher zum Henker soll denn ich das wissen? Wieso bin ich überhaupt noch im Kampf? Da kommt schon wieder einer. Da unten, da ist einer. Der steht hier gegen die Wand. Warte, warte kurz, wir müssen den erledigen. Der ist hier irgendwie gegen die Wand gelaufen. Volltrottel. Du Volltrottel. Uhuhu. Ich krieg euch alle. Könnt ihr euch noch so verstecken. So, jetzt aber. Forchon. Medivac, wir müssen schnell fort von hier, bevor wir bemerkt werden. Ich glaube, wir wurden schon bemerkt. Das war ja sehr erfolglos. Was benötigt ihr? Laerdan lebt, ist aber fortgeschafft worden. Woher soll ich denn das wissen? Keine Ahnung. Vieles von dem, was ihr in Erfahrung gebracht habt, hatte mein... Während da, okay. Hatte mein Herz bereits befürchtet, Millimak. Das ist ein weiterer Rückschlag, dem wir uns stellen müssen. So, was nehme ich denn? Das hier oder das hier? Okay. Egal, ich nehme das Messer. Was benötigt ihr? Als ihr uns verlassen hattet, um nach Laerdan zu suchen, habe ich versucht, mir selbst ein Bild zu machen und deswegen unter der Führung von Gwathryn, wer auch immer, einen der besten hier verbliebenen Fährtensucher, Kundschafter zu meinen Gefährten im Norden zu entsandt. Sehr merkwürdiger Satz, egal. Begebt euch so schnell wie möglich nach Tarmun Sursa, östlich von Khandum. Oh nein. Dort solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Eure Aufgabe ist dringender denn je. Jetzt, da wir wissen, dass Laerdan noch lebt, seine Befreiung wäre ein schwerer Schlag für den Feind und wir würden allen Mut machen, die gegen Angmar kämpfen. Wenn ihr diese Aufgabe annimmt, werdet ihr automatisch nach Tarmun Sursa in Angmar reisen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Okay, das ist der Typ hier. Ich glaube, es gibt von hier aus so 2, 3, 4 Sachen, die man machen muss. Ja. Wir sind jetzt also leider wieder in Angmar. Schade eigentlich. Ich war froh, dass wir da weg waren. Die scheinen irgendwie nicht feindlich zu sein. Egal. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann aber beim nächsten Mal, denn an dieser Stelle ist das Video wieder zu Ende. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.